bei geheime Intrige im Stall? Das kleine Dorf mit dem Namen Unterhainer Ried mag vielleicht auf den ersten Blick beschaulich wirken. Doch hinter den Stalltieren und unter den Bodendielen in der Kich haben selbst die gottesfürchtigste Leute dunkle Geheimnisse. Doch was passiert in Unterhainer Ried, wenn Arbeitslichter ausgehen? Wer versteckt sich hinter der dunklen Maske der Nacht? Das und mehr in der heiligen Folge. Geheime Intrige im Stall. Du, Gustl, du weißt ja, wo er letztens in Stuttgart war. Da haben sie doch jetzt so ein neues Einkaufszentrum aufgemacht. Und da haben sie so schöne Geschirrtücher und Untersetzerler. Und Melli braucht ja auch einen Trolley oder etwas, wenn sie auf die Klassenfahrt geht. Meinst du nicht, wir könnten da noch einmal einen Nachfahren am Samstag? Sophie, ich hab's dir schon 3000 Mal gesagt. Das Geld ist knapp derzeit. Es reicht ja gerade noch so fürs Haus und das Auto. Super. Dann muss ich wieder meinen Papa fragen, oder wie? Oh nein. Hätte das 20 Jahre eher gewusst, was du für einer bist, ich sag's dir. Derweil auf dem Schlägerparkplatz. Es macht noch 30 Mark, bitte. Komm, Melli, heute gehen wir da 50, das war so schön. Aber gell, nicht alles auf einmal ausgeben. Schon recht, Seppel. Der ruft mich jetzt schon wieder an. Ach, was ist denn das scheiß Handy? Ja, was ist? Melli, ich bin's. Wo bist du denn? Kommst bitte heim, wir müssen schwätzen. Oh ja, Mutter ist recht, ich komm ja gleich. Okay, alles klar, ade. Ach, ciao. Was willst du denn? Es geht dir in feuchte Furz an. Ich hau ab. Bis Freitag. Nicht allzu viel später. So, Melli. Und? Wie viel hast du heute heimgebracht? Heute wollte bloß das Seppel. Aber der hat mir 50 gegeben. 50? Soll ich lieber selber gehen, oder was? Fräulein, solange du noch dein Fäß unter meinen Tisch hier stellst, hast du gefälligst mehr Geld heimzubringen. Von läppischen 50 Mark kann ich mir kein Geschirrtücher kaufen. Gottes Wille. Die Familie bringt mich noch nach Weißberg, du, ich sag's doch. Dann geh doch selber. Ich bin's eh leid, immer bloß Geld für die Art zu schaffen. Kannst mir den Buckel unterrutschen, Mutter? Ich verschwind, such dir andere. Du bleibst da, du Dreckskerl. Das war's. Geh mal aus den Augen, du Biest. Ach du lieber Gott, erbarme. Ist sonst so freundliche Sophie etwa in Wirklichkeit die Ravenmutter, die ihr Melli quält? Und wie verdient Melli das Geld überhaupt? Geht's da etwa um Prostitution? Und will Sophie wirklich bloß ein paar Geschirrtücher kaufen von dem ganzen Geld? Tja, das erste Geheimnis scheint sich langsam zu liften. Doch was verbirgt sich noch in der warmen Stube von der Unterhainer Rieder? Das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Geheime Intrige im Stall. XOXO, Bauerngirl.